Gerade mal einen Monat ist Barack Obama im Amt, da macht er schon bei Mainz bleibt Mainz seinen Antrittsbesuch. Platz 13 für Helmut Schlösser, der den ersten farbigen Präsidenten Amerikas in einen Mainzer Fastnachter von Format verwandelt. Ihr alle habt eure Wohnung verlassen für eine Sitzung, das viel Geld kostet und wenig Schlaf bedeutet. Auch wenn ihr heute hier feiert, wisst ihr, dass morgen früh euer Schwellkopf durch keinen Türrahmen mehr passt. Ich wusste überhaupt nicht, dass Barack Obama sich zwischen Gunsen und Finden so gut auskennt. Perfekt in der Maske, perfekt in der Sprache, perfekt im Gang. Absolut perfekt. Einfach eine geile Nummer. In dieser Kampagne, wir erinnern uns an einen Mainzer, der vor 100 Jahren geboren wurde. Ernest, der farbige Dachdecker. By the way, letztes Jahr, ich habe gesehen, Chancellor Merkel in der norwegischen Opera. Her Dekolleté war fast so groß wie der bundesdeutsche Haushaltsdefizit. Und your Ernest, der farbige Dachdecker, hat im Himmel sein Lied gesungen, wenn eine alte Scheune brennt. Das ist eine Parodie. Auf den Punkt trifft er den Obama. Transportiert er mit dem Gestus, dem Duktus von Obama, die Mainzer Fasnachtswahrheiten. Lasst uns Rassismus gemeinsam besiegen. Lasst es nicht länger zu, dass Menschen danach unterschieden werden, ob sie Karte im ersten oder vierten Kategorie haben. Auch im Gepäcknetz leben Menschen wie du und ich. Narinen and Narolaisen. Ihr werdet die Abstinenz überwinden, die euer Vollrausch verhindert hat. Ihr seid kein Anti-Alkoholiker. Ihr seid Schnudedunger. Dieses Fläschchen muss nicht das letzte sein, auch wenn die Brie hier sauteuer ist. Ob aus Washington, Bonn oder Berlin, es zieht die Politiker zu Mainz bleibt Mainz. Oh, wie ist es in Bonn so schön im Bundestag? Ein junger Hans-Dietrich Genscher, ein entspannter Franz Josef Strauß und der Bundeskanzler Willy Brandt. Alle sind da, auch auf der Bühne. Da gehe ich mit dem Kollegen Kohl von der Opposition überein, dass unsere Mainzer Fasnacht nicht verstaatlicht werden darf. Die Kohls sind damals noch Landesfürst und Fürstin. In Bonn und auf der Bühne in Mainz ist Schmidt dran. Schuld daran ist nur die SPD. Als Bundeskanzler wird dann auch Helmut Kohl auf die Bühne geholt. Der Bundeskanzler kommt. Und verkohlt. Ich wäre glücklich, um nicht zu sagen überglücklich gewesen. Auch sein kleinster Minister kommt an auf der Bühne. Er hat gesagt, Mädchen, solange wir regieren, hast du eine gute Rente. Der Mauerfall in Berlin findet sein Echo im Mainzer Schloss. Wie das Ende der Ära Kohl. Der neue Kanzler, das weiß jeder, heißt seit neuestem Oskar Schröder. In Mainz sind die Politiker meist ganz Ohr. Und Norbert Blüm fragte, Chef, bin ich jetzt arbeitslos? Und manchmal könnte man meinen, hier seien mehr von ihnen im Saal als im Bundestag. Mehr gelacht wird in Mainz auf jeden Fall. Wir sind noch nicht hier.